Ich möchte euch heute ein Spiel vorstellen, das nennt sich Apsu. Also man kann das auch mit P aussprechen, Apsu oder ein bisschen Englisch Apsu. Und wenn wir an die babylonischen Dichtungen denken, dann könnte man sagen, dass dieses Wort so viel bedeutet wie unter- und oberirdisches Gewässer oder auch als Bezeichnung für kosmisches Wasser benutzt wurde. Und genau das ist eigentlich auch das Wort, das dieses Spiel am besten ausdrückt. Wasser, kosmisches Wasser, in der Tiefe und in der Höhe. Und damit ihr seht, was ich meine, starten wir jetzt sofort in dieses bildgewaltige Erlebnisabenteuer unter Wasser und im Wasser und im kosmischen Wasser. Ein blauer Himmel, ein cyanfarbener Ozean, genau da möchte ich jetzt auch gerade sein. Und mit diesem Spiel haben wir halt die Möglichkeit, sehr gefühlsecht in diese Welt hineinzutauchen. Ich kann empfehlen, sich dicht vor dem Bildschirm zu setzen, wenn ihr dieses Spiel spielt. Und die Lautsprecher schön laut zu machen, wenn ihr die Musik hören wollt. Dann ist das Ganze wirklich eine großartige Erfahrung. Die tiefe Schwärze des Ozeans? Oder vielleicht liegt darunter noch viel mehr. Aber erstmal befinden wir uns treibend an der Wasseroberfläche. Auf uns allein gestellt. Mit der Sonne im Rücken. Und der unglaublichen Welt der Unterwassertiefsee direkt vor Augen. Und das da vorne sieht aus wie ein Korallenriff. Zum Tauchen die rechte Maustaste drücken, na klar doch. Das Ganze steuert sich ein bisschen wie ein Flugzeug. Nach links und nach rechts. Die Bewegung hat einen festen Radius. Also ich kann jetzt nicht ganz... Also ich muss halt ganz vorsichtig tippen, wenn ich die Richtung, wenn dann wechseln möchte. Also... Ah, Fischis! Oh, was ist da unten? Vorsicht, Jungs und Mädels, ich möchte euch nicht ärgern. Wenn ich nach unten drücke, dann neige ich halt auch meinen Kopf nach unten und schwimme dauerhaft nach unten. Genauso natürlich, wenn ich nach oben schwimme. Und so kann man halt auch einen wunderschönen Looping schwingen. Hui. Man muss ein bisschen aufpassen. Die Steuerung ist da recht sensibel. Muss ganz vorsichtig arretieren. Denn wir wollen ja nicht jeden Fischwarm vertreiben und ab und an uns den ein oder anderen auch mal angucken. Und zum Schub geben, halte ich halt einfach die linke Maustaste gedrückt. Kommen wir ein bisschen schneller voran. Ah, Seesterne. Tja, dann sieht es ganz so aus, als würden wir jetzt in dieses Korallenriff hineinschwimmen. Oh, da ist ein dicker, dicker Fisch davor. Hallo, darf ich da rein? Bist du lieb und nett zu mir? Bist du ein lieber und netter Fisch? Hallo. Wow, das ist ein ganz schön großer Fisch. Zum Reiten Shift gedrückt halten. Okay, das finde ich cool. Woohoo. Das ist ein Goliath-Grouper. Okay, wow, das ist... Ja, Goliath ist der richtige Name dafür. Wow, das ist ein riesiger Fisch. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ist das hübsch hier. Ja, also ich weiß, wo ich Urlaub machen werde. Kann ich da auftauchen und mal gucken, wie das hier von oben aussieht? Wow. Ich möchte mal gucken, wie das hier gerade von oben aussieht. Das ist einfach ein riesengroßes Seealgenkorallenriff. Und da hinten leuchtet etwas, da werde ich jetzt immer gleich hinschwimmen. Und völlig natürlich reihen wir uns unter die ganzen Fische ein. Niemand scheint uns hier als Fremdkörper zu bemerken, abgesehen davon, dass ich mit meiner Fischtarnfarbe auch ziemlich... Ne? Also das, da ist ja wieder der Goliath-Fisch. Na gut, gibt ein paar hier unten. Da drüben ist noch einer. Was blubbert mich denn hier so leuchtend an? Das sieht einfach nur schön aus, ne? Das sieht einfach nur schön aus. Kann ich damit irgendwas machen?
Kann ich irgendwas drücken? Passiert denn irgendwas? Ich drücke jetzt gerade mal die Leertaste und scanne damit anscheinend die Umgebung. Okay, Moment, da drüben war noch was. Da möchte ich hin. Wow, Vorsicht. Ich und die Steuerung, ne? Wir müssen noch ein bisschen warm werden miteinander. Nee, das ist auch nur ein Goliath-Fisch. Naja, man weiß ja nie, was man hier alles so unter Wasser bemerken wird. Zum Interagieren die Leertaste gedrückt halten. Alles klar, weil ich damit scanne. Hallo, kleiner Freund, was bist du denn? Bist du ein Düsenjet oder sowas? Sieht fast so aus. Oh nein, ist das wirklich ein kleiner Freund? Hallo. Bitte friss mich nicht. Sind wir jetzt Freunde? Ein Seepferdchen! Viele Seepferdchen! Oh Gott. Oh, die haben auch einen speziellen Namen. Das ist nicht einfach nur Seestern. Oh Gott, das ist ein Seeigel. Vorsichtig. Ah, das ist ein ziemlich großes Seepferdchen. Na du? Hallo. Hallo, Seepferdchen. Oh, hier sind ganz viele Seepferdchen. Da unten ist wieder so eine leuchtende Oase. Vielleicht kann ich jetzt was damit machen, jetzt nachdem ich den... Die leuchtet gar nicht. Okay, Moment. Jetzt leuchtet sie. Leopardenhai. Oh, Tatsache, da kommen Leopardenhaie raus. Das ist ja cool. Entschuldigung, Leute, ich wollte euch nicht aufwecken. Wieso habe ich jetzt was gescannt? Was ist passiert? Okay, da hinten sieht es auch cool aus. Wo geht's denn hier noch? Ich möchte mich erstmal umgucken, ehe ich jetzt hier irgendwas Geheimes übersehe. Ist jetzt ja nicht so, dass wir einer großen Geschichte folgen können, die uns deutlich sagt, geh von A nach B. Dieses Spiel ist ganz bewusst zum Entdecken und Erleben gedacht. Oh, Vorsicht, schon wieder Seeigel und eine Krabbe. Hey, das ist ja noch ein kleiner Freund. Wie viele von euch gibt es denn hier bitte? Was macht ihr überhaupt hier unten? Guten Tag. Hat nicht mal guten Tag gesagt. Der andere hat mich wenigstens angeleuchtet. Das da unten leuchtet. Waren wir da gerade? Aber das leuchtet nicht. Die Dinger, die leuchten, sind aktiv gewesen. Ja, genau. Echte Karettschildkröte. Das ist eine Karettschildkröte. Hey, schön. Jetzt haben wir Leopardenhaie herumschwimmen und Karettschildkröten. Wie schön. Und das alles so aktivieren kann. Witzig, wird es hier viel voller. Okay, gut, das ist alles aktiv. Der leuchtet. Da unten. Ah, da unten ist ein Hummer. Ah ja, was man hier alles erkunden kann. Na, ihr zwei. Dann schwimmen wir mal genau da drüben hin. Hier. Bisschen Tempo. Jawohl. Ah! Da unten ist noch einer. Da glitzert was. Kann ich da mal... Oh nee, das war einfach nur... Da war einfach nur irgendwelche Blubberbläschen waren da. Wie sich freuen. Ey, oh, das ist unser Bro, Mann! Hol ihn mal raus! Hallo, Bro, was geht? Ist auch wieder aktiv. Tag. Jetzt habe ich schon drei davon. Okay, dann, aha, und hier kann ich euch tatsächlich benutzen. Oh, nicht das schöne, die schöne Korall. Naja, gut, die wachsen wieder. Aber. Nicht nochmal kaputt machen, ohne zu fragen. Ich wusste ja nicht, was passieren würde. Sei jetzt ganz vorsichtig. Spricht sie und begegnet einem Hai. Heißt das, ich muss jetzt da rein und mich dem Hai stellen? Wow, wo geht's denn hier hin? Wow, okay, da sind Aale. Jede Menge Aale. Hier oben geht's nochmal nach draußen. Da könnte man sich nochmal eine Rundumsicht verschaffen, aber sonst ist es hier eine riesengroße, tiefe Höhle. Okay, da unten scheint aber sonst nichts zu sein. Außer natürlich ein paar Fischschwärme und so. Und wir könnten nochmal auftauchen, um uns, hier umzusehen. Ich habe übrigens, muss ich ja gestehen, bis hierhin gespielt, angespielt, angetestet.
Aber ab jetzt bin ich ein klein wenig, okay. Es gucken ab und zu Felsen raus, aber mehr sehen wir nicht. Es ist wirklich ein riesengroßes Unterwasserriff. Ein bisschen weiter bin ich noch geschwommen in meinem Test vom Spiel, aber auch nicht sehr viel weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns da noch erwarten wird. Dann als etwas, ich sage es nur, passierte, wollte ich nicht unbedingt weiterspielen, sondern das mit euch zusammen erkunden. Dieses Spiel hält einige sehr überraschende Momente für einen bereit. Manchmal bin ich genau bei solchen Videospielen an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, so Spiel kann man das eigentlich gar nicht mehr nennen. Das ist eigentlich ein riesengroßes Abenteuer. Düster. Hell. Der Hai ist jetzt aber hier nicht noch irgendwo, oder? Das ist definitiv kein, wie soll ich sagen, kein... Ja, das ist ein Bau. Das ist kein... natürliches Objekt. Das ist erbaut worden. Und im Wasser versunken. Oder es ist im Wasser erbaut worden. Eine riesengroße Tür. Es ist so extrem dunkel hier. Es sieht... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es versunken ist oder ob es im Wasser erbaut worden ist. Dann schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen näher an. Vorsicht! Das ist der Ozean unter dem Ozean. Wo geht's denn da drüben hin? Da hinten ist auch noch das. Das ist. Der Weltraum. Es fühlt sich an wie der Weltraum. Und wir sind ja auch nicht mehr im Wasser. Das Wasser ist unter uns. Das ist. Eine geisterhafte Koralle. Da sind. Ist das. Was ist das? Oh Gott, wie heißt du denn? Im Pokémon bist du ein Ammonitas. Du bist jetzt mein Ammonitas. Du schwimmst da oben herum. Alles klar? Wow, ist das schön. Ich meine, wenn man in den tiefen Schwärzen des Ozeans die funkelnden und glitzernden Lichter, die es dort gibt, sieht, ne, hat man schon manchmal das Gefühl, man schaut in den Ozean. Das fühlt sich hier gerade ganz genauso an. Blubberbläschen. Das sieht jetzt aus wie eine Zelle. Es sieht wirklich aus wie eine Zelle. Stachelrochen, das sind Stachelrochen, oder? Oder sind es Mantarochen? Stachelrochen? Ich glaube, nach dem, was hier passiert ist, als ich in diesem Tempel geschwommen bin, ist das, was wir dort als Bauwerk sehen, für unter Wasser errichtet worden. Wow, okay. Das sieht jetzt wirklich schön aus. Können wir hier bleiben? Ich finde es schön hier. Hallo, meine Freunde. Ich habe gerade einen Trip in die unendlichen Weiten des... Ich weiß noch nicht ganz genau... Absu ist wirklich, ich sag ja, wie will man ein Wort für dieses Abenteuer finden? Kosmisches Wasser. Das war doch jetzt wirklich gerade kosmisches Wasser. Kann mir doch niemand sagen, oh, okay, ich möchte zu einem der Stachelrochen. Ich möchte auf jeden Fall zu einem Hallo sagen. Hallo! Ist ja schön. Ach, diese natürlichen Bewegungen, man hat wirklich das Gefühl, man schwimmt durchs Wasser. Es ist wirklich richtig... Ich möchte tauchen gehen. Ich möchte sofort tauchen gehen in einen wunderschönen Riff. Hallo, Fischis. So, und diese Tür hat sich nun für uns geöffnet. Was sind das? Quallen? Quallen? Da möchte ich vielleicht eventuell nicht so nah ran. Vorsichtig.
Das sind ägyptische Malereien. Das ist eine goldene Koralle dort, neben all dem anderen wertvollen Schmuck. Also wenn eine goldene Koralle so als wertvoller Schmuck gefeiert wird, dann ist das vielleicht etwas, worüber wir uns auch mal Gedanken machen sollten. Leider spreche ich kein Ägyptisch und kann das auch nicht übersetzen. Und da drüben haben wir nochmal eine Wand. Ich möchte nicht in die Korallen. Habe ich Katzenöhrchen? Tatsache ist das süß. Die Muschel scheint eine wichtige Bedeutung zu... Da liegt eine drin. Kann ich da ran? Wenn ich ganz vorsichtig bin. Die liegt da drin. Das ist keine Kunst. Kann ich die mitnehmen? Nein. Die machen ja süße Geräusche. Oh, Vorsicht, eine Qualle. Ich weiß nicht, ob ich die Quallen berühren darf. Bei Quallen bin ich aus eigener Urlaubserfahrung ein klein bisschen vorsichtig. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Boden. Dann schwimme ich jetzt hier vorsichtig entlang. Hier nach oben. Ja, vorbei an der Qualle. Sehr gut. Ich meine, die sehen wunderschön aus, aber die könnten wunderbar brennen. Ich weiß nicht, wie resistent ich gegen schmerzliche Erfahrungen in diesem Abenteuer bin. Mhm. Es wird schon wieder so dunkel da vorne. Oh Gott, ich dachte gerade, das ist ein Umriss vom Hai, aber das ist ein Umriss von Riff. Ah! No! No! Oh! Mein kleiner Freund! Oh, oh, ich will nicht. Ich habe ein bisschen Respekt vor diesem Hai. Da oben ist... das sieht sehr technisch aus. Sehr technologisch. Möchte ich da hin? Ja, ne? Ich möchte da erstmal hin. Mein armer, kleiner... Was auch immer du bist, Bot-Freund. Was bist du denn? Das ist ja... ein Raumschiff. Alles klar. Wo schwimmt ihr hin? Leute? Okay. Was ist gerade passiert? Ist das ein pazifischer Strom? Diese Strömungen, diese unterirdischen, die einen davontragen in die Weiten des Ozeans? Möchte ich denn da rein? Ich glaube, ich möchte es. Ich möchte in so einem... Oh ja. Oh, das ist cool. Oh Mann, das ist verdammt cool. Woo! Mit den Fischen schwimmen. Oh, das ist großartig. Hallo Freunde! Die Korallen. Ach, ist das cool. Yeah! Das erinnert mich an Findet Nemo. Diese Strömungen unter Wasser gibt es ja hunderte an Kilometer lang. Delfine! Ja, ich kann kein Delfinisch. Ich kann Walisch. Ah, verlaufe ich nur noch und vergesse, wo ich hin wollte. Oh mein Gott. Ich buche jetzt dann mal meinen Urlaub in der Karibik, ne? Das ist ja nicht so schwer. Ich schmiss einfach mal von diesen Schwärmen zu Schwärmen. Das ist riesig hier. Ich hoffe, es kommt kein größerer Fisch oder ein Hai oder so etwas. Oh, das ist ein riesiger Strudel. Will ich da hin? Ich glaube, in diesen Sog möchte ich hinein. Wow. Da ist der Hai. Der ist da drüben hingeschmissen. Das ist okay, da drüben kann ich mitarbeiten. Oh, oh.
Wir sind leuchtende Fischströmung. Ah, Gott! Ah, Gott. Wow. Ich, wo bin ich? Ich habe die Orientierung verloren. Ich sag ja, es ist kein Spiel, es ist ein Abenteuer. Es ist ein Erlebnis. Es ist einfach ein Erlebnis. Ich glaube, hier werden wir uns jetzt erstmal wieder weiter umsehen. Wenn ihr mehr von diesem Erlebnis sehen wollt, schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich auf jeden Fall würde mich freuen, mit euch zusammen weiter die unendlichen Weiten der Tiefsee zu entdecken und zu erkunden. Und ansonsten, alle Links zum Spiel und alle Infos, die ihr benötigt, findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Kann hier irgendwo in der Nähe ein Strand sein? Ich möchte mich in den Liegestuhl legen. Ich brauche Urlaub.